Also dann als nächstes haben wir eine echte Rosine rausgepickt, die man sich nur noch reinpfeifen muss. Ist aber nicht ganz so gefährlich. Um Gold geht's diesmal nicht. Das hatten wir ja schon mal. Diesmal greifen wir uns ein paar niedliche kleine Klunker, heiße Ware aufs Tiefwasser. Ein mittelprächtiger Magier hat sich eine Edelsteinzusammensetzung namens Spitzbubenstein bestellt. Und Gantondal hat sie reingeschafft. Wir nehmen uns sein Haus vor. Dürfte ein bisschen heikler werden als beim letzten Mal. Wir treffen uns bei Sonnenuntergang im Gasthaus zur funkelnden Klinge und machen die Sache klar. Okay, Tagebucheintrag. Also ja, wir haben immer gerne was mit dem Geld. Ich habe da jeden Ratsch in der Diebesgilde getroffen, nachdem wir vor der Stadtgarde geflohen waren. Wir haben das Gold, das wir wollten, und haben uns für heute Nacht ein höheres Ziel gesetzt. Ein Juwelenhehler namens Gantoldar ist unser Ansinnen und wir sollen uns bei der funkelnden Klinge treffen, um die Tat zu besprechen. Wir haben sie erst besonders auf einen kostbaren Spitzbubenstein abgesehen. Auch diesmal darf sich ausschließlich unser Dieb in Sichtweite bewegen. Alle anderen Gruppenmitglieder müssen abseits warten. Jetzt müssen wir Wie nur ihr wünscht. herausfinden, wo die funkelnde Klinge war. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Also hier war sie natürlich nicht. Hier ist Elfgesang. Ist schon interessant zu sehen, dass Elfgesang und die errötende Nyx eigentlich die größten Tavernen hier in Paldustor sind. Ja, hierzu ist zu den drei Fässern, die Wie ist ihr eigentlich wünscht. auch relativ groß. Ich werde mich im Handumdrehen Ah darum ja, die kümmern. errötende Nixe ist auch recht groß. So, dann hoffen wir mal, dass der Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, das verrät schlecht auf meinen Ruf. Zum Glück habe ich hier ein Wie kann ich helfen? Autosave. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Also ja, damit müssen wir dann erstmal wohl warten. So, nur mal gucken, wo die funkelnde Klinge war. Das müsste doch eigentlich die Ihr hier braucht nur drüben zu sein, fragen. gell? Ja. Wie ihr wünscht. Ja, aber natürlich, Schätzchen. Also mal ein kleines Techtelmechtel Diese mit macht deiner man mal sehen, ob du dich drin denn ihr auch wisst, was ich bewährst. meine. Red steht Schmiere und wir beide übernehmen die Hausdurchsuchung. Folge mir nur zur Tür, ich breche das Schloss auf. Wenn wir drin sind, greifen wir uns die Juwelen und verdunkeln sofort in Richtung Gilde. Ganz schön laut, die Katze. Wie? Was habe ich ihm gesagt? Redet die Katze, wache, wache. Die Sache ist gelaufen. Raus, wir müssen raus. Was zum Teufel soll das? Ich werde euch von Feiglingen überfallen. Aber natürlich, Schätzchen. Okay. Du wirst es ja nicht anders. Okay. Ja.
Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Ja, mit Vergnügen. Also mal ein kleines Techtelmechtel mit. Oh, Teufel aber auch. Bist du denn taub? Okay. Worum geht es dir? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Mit Vergnügen. Haben wir den Spitzbogenstein hieraus nicht schon entwendet? Mit Vergnügen. Okay. Aber natürlich, Schätzchen. Eigentlich ja, ich müsste den Spitzbogenstein ja schon haben. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ihr braucht nur zu fragen. Oh, eine Falle. Hatte mal ein kleines Techtelmechtel. Das war gute Arbeit allerseits, Kajüte. Gantolan fällt zurück. Merz wieder ins Bett morgen früh, wenn er spät kriegt, dass seine Alien steinig im Futsch sind. Du hast die Aufnahme in die Gilde richtig verdient, wenn ich das sagen darf. Jetzt kriegt jeder erstmal seinen Anteil von den Steinchen und dann werden wir ganz gewaltig einen heben. Ja. Ich bin zu Nigelsgilde zurückgekehrt und habe mich dort mit Nalin getroffen, der verständlicherweise glücklich war. Wir haben Gantolans Edelstein erfolgreich gestohlen und diesen reichen Schatz unter uns aufgeteilt. Ich habe das Gefühl, mich des Respekts der Gilde würdig erwiesen zu haben und in den Kreis aufgenommen worden zu sein. Das wird mir sicherlich in der Zukunft noch gut zu passen kommen. Mhm. Ja, Spitzbubenstein gegen Perle. Aber natürlich, Schätzchen. Was passiert, wenn ich die Liebesgilde beklaue? Nichts. Okay. Das sind nämlich ein paar Schleuderkugeln. Und ja, sie hat viel zu viele Stäbe. Ganz ehrlich, die Lähmungsstäbe, die können wir wegpacken. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wie ihr wünscht. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ihr braucht nur zu fragen. Jetzt übernachten wir mal in der Elf Sankt Taverne. Wie wär's mit einem Whisky? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Gucken jetzt mal, was ist noch an Quests offen. Ja, den haben wir getötet. Da müssen wir nur noch die Dame wiederfinden. Ich glaube, die war auch im mittleren Bereich. Brebara finden wir ja in der Taverne. Das haben wir abgeschlossen. Ja, Baldurats Helm zu dem einen Typen bringen. Also gehen wir mal das von da nach da ab. Aus der Dame. Ragefast. Nee, hier hat er nicht gewohnt. Der hat ja hier oben gewohnt. Ja, Dekrodell.
Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Mensch, was war der mit der Nymphe? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ihr benötigt etwas, Fremde? Vielen Dank, dass ihr mir den Helm des Bandorans bringt. Es macht Spaß, mit euch Geschäfte zu machen. Hier ist so eine Bezahlung, die ich nehme, den Helm. Jetzt muss ich weg, aber ich lasse euch in der Obhut meiner Diener, die euch hinaus begleiten werden. Meine Diener sind nicht gerade für den Sanftmut bekannt, also würde ich, wenn du eurer Stelle so schnell wie möglich gehen. Nix da. Auswegen des müden Geldes. Aha. Worum geht es diesmal? Lass mich bloß zu einem zugelassenen Kleriker. Ja. Der Helm ist jetzt halt weg. Was wir ja nicht zulassen können. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Wie ihr wünscht. Wir sollten aber auch nicht zulassen, dass Nera hier verprügelt wird. Wie ihr wünscht. Ihr benötigt etwas, Fremde? Aha. Worum geht es diesmal? Ja? Alle gehen auf die Gute los. Erstmal. Wie kann ich helfen? So. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Es soll noch nicht ausblühen werden. Nein, sprech und verschwinde. Ihr braucht nur zu fragen. Ich höre zu. Ja, und wenn ich sterbe, ist das natürlich noch schlechter. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ihr braucht nur zu fragen. Naja, die Grudel lasse ich nicht hinkommen. Ich hab keinen Bock zu reden. In Ordnung. Jake, möge die Dunkelheit herrschen. Sagt, versucht, Schritt zu halten. Worum geht es diesmal? Bleibt zurück und gebt Acht. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Wie kann ich helfen? Worum geht es diesmal? Was ist es diesmal? Ihr habt geläutet? Ja? So. So viel zur Dekote. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Ja, weil veralbern lassen wir uns auch nicht. Der schnappt sich bei Dorans Helm und ist auch wieder davon. Nee, nee, nee. Worum, wie ihr wünscht. Bei Dorans Helm bleibt schön bei uns. Oh, unsichtbarer Pirscher, das ist auch nicht gut. Ah! Das wird kein schneller Tod. Ja, und wenn das euer Wunsch ist. Bleibt zurück und gebt Acht. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Es soll noch weitaus blutiger werden, als ihr es euch vornehmen könnt. Pirscher ist auch hinüber. Wie kann ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Meine Güte.
Ihr braucht nur zu fragen. Sänger der Nacht, gebt mir Kraft. Vita Mortis. Worum geht es diesmal? Ihr braucht nur zu fragen. Wie ihr wünscht.